Oh boy, ja, Virgil ist Shaggy. Also, ich denke mal, so können wir das ganz gut zusammenfassen. Virgil ist Shaggy. Wir werfen mit Scooby Snacks. Mensch, das heißt, unser Final Boss ist eigentlich die ganze Zeit Virgil, nur in weniger cool. Im Grunde hat er die Awesomeness einfach aus seinem Körper geschossen. What's up? Und dafür aber hat er jemanden den Arm abgesäbelt. Oh ja, die Waffe ist sehr klobig, aber. Sind jetzt halt eine Frage. Ist Yamato mit der Zeit auch stärker geworden, eben weil es noch mit Neros Arm verbunden war? Ach so, Ich meine, Yamato an sich war ja schon mega strong, aber er hat ja das Ding ja inklusive seinem Arm abgefetzt. Sackgesicht. Waren wie eine gesenkte Sau, dafür noch Stilpunkte bekommen, sein Traum wird wahr. Ja. Okay, das ist das. Uiuiui. Wie sehr bist du Fan vom zweiten von zwei Raketenwerfern? Nani? Nein, es ist Goat Person. Okay, der Damage ist echt hart von dem Bike. Halt clunky. Aber es ist halt ein Roadkill. Das ist auch noch ein ziemlich gutes Argument. Roadkill sind geil. Oh nein, sie Usain schon wieder. Der Chat Usain wieder. Der Chat Usain? Usain! Ja, der Schaden ist heftig. DMC hat sich noch nie ernst genommen und war immer over the top. Okay, bis auf diesen einen peinlichen Versuch. Ja, doch. Die Serie hat sich an sich noch nie richtig ernst genommen, also. Trash im positiven Sinne. Das ist. Nee, sowas. Das ist was Es ist anderes. eigentlich ein Hollywood-Film, der absichtlich wirken soll wie ein Trash-Film, aber richtig gut gemacht ist. Zumal, dass das Spiel hier auch verdammt gut gepolished ist, davon mal abgesehen. Es ist nicht wie hier Left Alive, wo auf den Markt gekotzt wurde und einfach scheiße aussieht, scheiße spielt und scheiße klingt. Traue mich die Tage immer noch nicht nachzugucken, wie viele schlechte Bewerbungen es mittlerweile gibt. Zu viele. Es ist ändert sich ja auch nicht. Mal von der Was? Nehmen wir frei. Achso, ich brauche hier eine. Okay.
Das Schlimme ist, dass das Spiel kannst du mit Patches nicht fixen. Das Gameplay. Das kannst du neu programmieren. Das Gameplay ist viel zu einseitig, viel zu monoton. Deswegen, da kannst du nichts fixen. Das Spiel ist dazu verdammt schlecht zu sein. Was mir selber. Weißt du, ich hab gedacht, oh Mann, das kommt beides so zeitnah zueinander raus. Das wird so scheiße zu streamen. Und ich denke mir so, boah, ja. Mhm. Jetzt mittlerweile denke ich mir einfach nur, ja, das war deine einzige Sorge. Bei der Hälfte hattest du recht, das war scheiße. Mhm. Was echt schade ist, wie gesagt. Aber ich habe mir mal mehr dazu angeguckt und es wird ja nicht besser. Das Spiel wird einfach nicht besser. Und das ist ja das Peinliche. Also ich glaube, das Beste, was Square in der Hinsicht machen könnte, schenk jedem, der das Scheißding gekauft hat, ein Karate-Spiel seiner Wahl und bete, dass sie milde gestimmt sind, wenn ihr es nochmal probiert. Ja, Angel sagt's eigentlich. Ein Stealth-Spiel ohne Stealth-Angriffe ist eigentlich schon. Ist eigentlich ein Armutszeugnis. Gut, ein Vorteil hat die Sache wenigstens. Wenn irgendwann in nächster Zeit mal wieder rauskommt, dass Quer eine Studie dicht gemacht hat, wissen wir wenigstens, welches dahinter stecken dürfte. Mhm. Damn you! Was ist Rishon Quicksilver Pony? Was soll sie mit dem Ding? Die klaut ihm als allererstes nach dem Spiel das Bike. Echt mal? Das würde so zu ihr passen. Ich meine, selbst in diesem scheiß Dämon als Geisel hat sie Signature Moves benutzt. Erst bewirft sie mit dem Bike, dann brutzelt sie ihn. Aber hier, man merkt es ja, finde ich, allein an den Texturen schon. Das Spiel hier wurde poliert. Und das ist nicht zu knapp. Das ist halt eine der größten Probleme damals. Also jetzt, nicht damals, also bei Left Alive gewesen. So absolut unpoliert. Wow. Alter, die Viecher sehen nice aus. Die können sich unsicher machen, ach du Scheiße. Okay. Die sind vor allem groß, die Dinger. So meinst du das, Keeper? Ja gut, das Time-Stop-Pony ist halt geschickt. Ja eben, das hab ja, das ist ja jetzt ein Teil für den Arm. Ja, was für der Gedankengang macht Sinn. Boah! Shotgun to the dick!
Ja, ich eben, hätte also. Eigentlich, Ich hätte jetzt eigentlich ganz gern gesehen, wie sie einen mit dem Pony bewirft. Ja, doch. Ey, Left Alive, da, also Angel hat da schon recht, da hat echt einfach so, da hat ein Kopf gefehlt, ein Kopf in der Produktion. Ja, Köpfe werden rollen. Weil das Problem war, sie hatten vernünftige Leute da, ja, aber die wurden nicht vernünftig genutzt. Kommst du vielleicht mit deinem Bike-Angriff da durch? Zu? Also ich meine, es ist doch ein Schmetterangriff, hm? Vielleicht? Ja, vielleicht da durchfahren? Ich meine, wenn irgendwas als Rambock dienen könnte, dann... Nope! Och, Mano. Also ich fahre hier gerade die Wand hoch, aber... Na gut, dann war der vielleicht nicht hier. Oder du musst einen ganz großen Umweg latschen. Hey, Karma! Nope. Ach nee, warte, das ist einfach nur so ein Vorsprung in der Hauptkammer dann oben. Die sagen dir halt nur, okay, das ist halt so hoch hopsen für Kugel. Achso, ja, wahrscheinlich komme ich da allein noch irgendwie hin. Naja, das ist ja hinten dran die Hauptkammer, wo du jetzt dann gleich hinkommst. Was Raketenwerfer reißen Wände ein? Was für eine Scheinwelt lebst du denn? Wirklich. Alter. Dieses erzählt ihr mir, Pistolen muss man nachladen. Kommt der von da an, so. Stylisch, ey. Welche Mission das ist? Ist das 13? 12. Immer noch 12? Ja, ich glaube, es ist 12. Ich habe mit 10 angefangen. Mal mit. Nie? Scheiße, ich hätte aufpassen sollen. Das ist mein Job hier. Nee. Okay. Raketenwerfer funktioniert nicht. Nö, nö. Also wenn du jetzt mal so bei diesem Gestrüppel da guckst, dann siehst du ja an der Seite so diesen Vorsprung, wo du hochhoppst. Moment, renne ich da jetzt also die ganze Zeit... Warte mal, what? Da... Da kann ich nicht hoch. Ich hab grad Paranoia, dass ich da an was vorbeilaufe. Nee, okay. Nee, das ist ja wirklich mit dieser einen Halde verbunden, wo du jetzt dann gleich hinrennst. Ach so. Ja, warte mal, das ist ja jetzt hier. Ich hier irgendwo... Und dann war ja irgendwo an der Seite so ein Ding, wo du hochhopsen kannst. Das ist blöd. That's a lot of blood. It's blood. It's blood.
Oh Gott, das dann muss geht's ich. nicht so gut. Oh, das muss ich jetzt noch so häufig machen. Oh boy. Yep. Here comes the blood. Yep, here comes the blood. Das könnte dauern. Weißt du, alles nur um diese scheiß Statue zu bewegen. Ja, wir können einfach dagegen boxen. Mm. There we go. Found it. Oh yeah. Das ist ein Resident Evil Rätsel. Resident Eviliger als ganz Resident Evil 7. Oh ja. Oh ja. Aber wir haben ja gesagt, wir reden nicht über den Titel. Ups. Da, dass ich nur noch nicht so wirklich einen Sinn für Ebony and Ivory gefunden habe. Das hat funktioniert. Diese Waffe ist so cool. Diese Radangriffe finde ich jetzt nicht so schlimm. Also dafür jetzt extra Royal Guard? Ich weiß ja nicht. Ach, guck mal, eine gratis goldene Kugel. Schon wieder. Die wissen, was du magst. Ja, also du bist generous, was goldene Kugeln angeht. Also ich glaube, auf den anderen Schwierigkeitsgraden wirst du froh sein, wenn du überhaupt mal eines zu Gesicht kriegst. Ah, doch. Hey, Greenie. Resi 7, nie gehört. Richtige Einstellung. Und der Puma sagt... Was müsstest du auch Resident 7 in dem Moment erwähnen? Ja! Das ist eigentlich so sinnbildlich für das ganze Ding. Sind eigentlich genauso generous, weil es keine Heil-Items gibt. Stimmt eigentlich. Die haben die grünen und violetten Sterne ja komplett rausgenommen. Was eigentlich gar nicht mal so eine schlechte Änderung ist eigentlich. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Man muss ja mittlerweile auch immer ein bisschen in Betracht ziehen, dass Videospielkritiker nicht in der Lage sind, ein Videospiel zu spielen. Siehe das Cuphead-Desaster. Meistens gucken sie sich das Cover an. Oh, das war damals echt peinlich. Als ein fucking Kritiker versucht hat, Cuphead zu reviewen und nicht mal das fucking Tutorial geschafft hat. Ist das neue Dark Souls?
Das ist das neue Dark Souls, Oder Cup Souls. Cup Souls. Ich meine, ich will jetzt nicht Cuphead Easy reden, weil Jesus Christ, das Spiel ist an einigen Stellen fucking tough. Aber Ding ist halt so, eine Redaktion hat meistens nicht ohne Grund Leute, die sich auf Genre spezialisiert haben. Und dann setze ich halt nicht den fucking FIFA-Kommentator hin und erwarte, was er eine Bullet Hell shootern kann. Was da nur Scheiße bei rum kann, ist ja klar. Aber sag mal, wo steckt sich eigentlich Dante diese ganzen Maden hin? Keine Ahnung. Es gibt immer irgendwelche Vollidioten, die treu doof das Video von irgendeinem Kritiker verteidigen. Wenn du lang genug auf YouTube suchst, wirst du auch Leute finden, die dafür live verteidigen, bis zum geht nicht mehr. Was würdest du dem C5 bisher geben? Oh, sehr solide Wertung. Seine Seele. Also bislang sind wir auf jeden Fall schon von einer 8 von 10 bislang. Weil das Gameplay einfach super Spaß macht und der Soundtrack. Mal davon abgesehen, dass du den Soundtrack dir frei einstellen darfst. Hallo? Also allein das? Ne? Okay, das ist jetzt hier Deluxe Pre-Order Bonus gewesen. Also ne, nicht Pre-Order, aber ihr wisst, was ich meine. Allein sowas. Aber wenn das... einer auf einer Skala von D bis Triple S. Nur 3S? Dann wär's ein S. Weil Triple S ist hart zu erreichen. Außer man spielt Dante. Warten wir mal, ob was noch so kommt. Irgendwas fehlt doch hier. Go, Demon! Konnten die das mit den fucking Wänden schon immer? Also meinst du, diese Wände aus dem Boden wachsen lassen? Ja, ja. Nee, das haben die jetzt erst hier angefangen. Wie er dann auch noch lacht. Meine Güte, der Mann hat eine Midlife-Crisis und freut sich. Ich freue mich, dass dem C nicht so enttäuschend ist wie Left Alive. Und Left Alive ist die absoluteste Oberenttäuschung. Also da hätten sie sich aber echt Mühe gegeben, um auf das Ding zu kommen. Ja. Da hätten sie echt hart abkacken müssen. Hey Ninja Theory, wollt ihr uns am fünften Teil machen? Ey, an sich, ne, lass sie das machen vom Gameplay her, aber um Himmels Willen, lass sie bloß kein Skript schreiben. Dann kommt das hier dabei raus. Es ist so schön sinnbildlich. Ja, ne? Black Panda geht's nicht gut. Sein Film ist ein bisschen gedroppt. Leute haben zu viel versucht, da einen Schluss draus zu ziehen, anstatt einfach den Film zu genießen. Ja, aber es geht hier noch weiter. Ach, Nip. Es ist eine lange Weile her, dass ich mein Hirn so benutzen musste. Hm?
War ich hier schon? Scheint so. Achso, ich bin hier wieder. Achso. Okay. Ich dachte, ich müsste noch einen machen. Wow. Das einzige Problem in dem C5 ist aktuell manchmal so, die Kamera ist ein bisschen funky. Das ist nicht gravierend, aber manchmal ist sie einfach ein bisschen zu close. Aber die restliche Kameraarbeit ist eigentlich verdammt gut. Also so ein Cutscenes und generell, das ist eine Sondermission. Oh shit. What the fuck? Wo soll ich da denn stehen? Ganz am Ende vom Tunnel? Oh, warte, ich glaube, ich sehe. Da? Ah, da. Hier. Achso. Ja? Ah, hier. Bleibe mehr als 15 Sekunden in der Luft. Oh, so eine ist das. Okay, okay, okay. 15 Sekunden, though. Ihr habt wirklich so einen Fetisch darauf, ihn bei eurem Epic-Moment mit Facecam zu erleben, oder? Ja, warum? Weil, ne, ich sitze hier sowieso die ganze Zeit nur hier und staune vor mich hin. Ah, geil. Das wird ja witzig gewertet. Spring einmal und dann bleib in der Luft. Okay, warte. Krieg ich hin. Hol dich daraus doch wieder nur Memes zusammenbasteln, wenn man ein doofes Gesicht macht. Das wird knifflig. Ui. Gut, wie gehen wir das am besten an? Wären da die Pistolen nicht tatsächlich angebracht, machen minimal Damage, aber du hältst dich weit oben. Ne, die Pistolen halten einen gar nicht mehr oben. Huh. Da fällst du wie ein Stein. Gut, wie macht man das denn jetzt am besten? Ich versuch mal was anderes, Moment. Auch nicht. Ich habe ja aber auch keinen Angriff, mit dem ich da irgendwie... ...15 Sekunden. Wir haben so einen und wir haben so einen. Okay, ich kann auf jeden Fall nicht mit der Special-Kombo davon anfangen. Das funktioniert nicht. Ich muss mal gucken. Ich versuche jetzt mal mit der normalen Kombo. Okay, ich hab's raus. Ich darf die Kombos nur noch nicht komplett immer vollenden. Trotzdem muss ich gucken, weil ich habe es jetzt gerade fast geschafft, das so zu schaffen, ohne einen Gegner zu haben. Und man kriegt, wenn man den Angriff macht, ein bisschen an Luft. Es wäre nur geil, wenn die Viecher, die sonst dir immer sonst in der, im Arsch kleben, tatsächlich auch mal ankommen. Also muss ich vorher noch gucken, dass sie möglichst nah beisammen stehen. Wo geht denn der hin immer? Was für ein Arschloch? Wo will denn der hin? Der geht weg.
Der holt sich einen Kaffee. Ja, das ist echt so. Enemy Step wäre praktisch, habe ich nicht. Wo ist Jakob, wenn man ihn braucht? Ich schaff grad mal 10 Sekunden, weil er da auf einmal dann aufhört. Kann ich irgendwie... Oh. Oh, okay. Ich habe auch jetzt erst die Waffe dadurch richtig verstanden. Wenn man auf Impact die Angriffstaste gedrückt hält, bleibt man länger an Ort und Stelle. Ach. Yes, geschafft. Jetzt verstehe ich die Waffe auch um einiges besser. Was so schön ist, zweimal hast du den Boden mit dem Reifen berührt. Fuck you. Ja, mogelt. Okay. Ja, eigentlich brauchst du da nur die Cavalier für. Mehr nicht. Und dann einfach die Angriffstaste gedrückt halten. Das ist dann ganz simpel von normal auf special zu normal zu special. Sollte eigentlich easy funktionieren. Ich find's vor allem geil, wenn du einfach rapide durch die Style wechselst. Dass sie das drin behalten, finde ich so toll. Ernsthaft, ihr wundert euch, wo er das Motorrad herbeschwört? Der Mann trägt einen Mantel, der groß genug ist für sich und sein Ego. Dann auf dem Mopedplatz. Ich habe wahrscheinlich insgesamt trotzdem 10.000 Geheimmissionen immer verpasst. Aber warte mal, echt? Ja, die Schusswaffen haben nur noch gering Airborne-Fähigkeiten. Hm, ich sehe es gerade. Oh, Trigger Hard. Um getriggert zu sein. Ja. Enemy Step? Alter, wieso kostet das 45.000? Ich sehe es ein, das wäre definitiv praktisch gewesen. Aber, boah, ist das teuer. Wirkt allerdings so von der Vorschau her wie ein ziemlich guter Getcloser. Nö, du kannst von Gegnern abspringen, mehr ist das einfach nicht. Ja, aber dann kannst du halt auf die nächstgelegenen hopsen. Ja gut, aber als Gap Closer würde ich da jetzt... So weit würde ich nicht gehen. Vor allem, man hat hier die Option für Ausrüstung. Ergo, ich werde wahrscheinlich noch mehr finden. Oha. Holy shit. Can't believe any of this is still standing. Ach ja, ich bin gleich wieder da. Jo. Demonic power was activated in me once.
when Virgil lovingly jammed this through my chest. I always wondered, why did my father give me the rebellion? Okay, what are you muttering? Over the years, I've been stabbed and jabbed by a number of things. But who would have ever guessed? Have you lost your mind? There's a demon to destroy! Kill yourself later! I'll help! If Yamato can separate man from devil, then what about the rebellion? Wow! You are absorbing the Sparta! Oh, wow. Dante. Holy shit. Grundfähigkeiten von Rebellion und Sparta wurden durch das Schwert übernommen. Drücke Swordsmaster, die drüben beschwören. Die Musik vor allem. Oh shit. Wait, what? Halten um den Devil Trigger. Okay, warte mal. Das ist eine neue Anzeige über die Devil Trigger, die Sin-Devil-Trigger-Anzeige. Indem du die Energie von Devil-Trigger-Anzeige dann transferierst, halte L1 gedrückt. Oh, wow. Da kommt der Owen Wilson in mir durch. Oh, wow. Es kostet mich Devil-Trigger. Wow. I will stab myself with this. Trotzdem irgendwie aufgefüllt kriegen. Oh, I see. Jesus, es ist trotzdem fucking hart.
So. Nein, nicht den! Fuck! Gott, ist das Ding auf einmal cool. I have a cooler sword than you. Fuck you, mate. It is you who does not understand. It has begun. It's high noon. Immer Pflanze ist sauer. Does this look like midnight to you? So. Wow, man hat immer die ganze Zeit gedacht, Devil Trigger könnte nicht noch cooler werden. Du hast dich geirrt. Das Spiel hat echt ein Talent dafür, weiterzugehen, wenn man eigentlich das Gefühl hat, dass es vorbei ist. So, das, hier kriege ich eh eine Scheißbewertung, weil ich gegen Ende nochmal eine goldene Kugel benutzen musste. Was? Ja, Alter, diese Angriffe von dem, ey. Man lässt dich 5 Minuten allein und du spielst mit deiner Kugel. Ey, wollte gerade sagen, das ist ja wohl nicht Mitternacht. Das ist High Noon hier. Das Einzige, was hier high ist, Nico am Steuer. Well, looks like no one's worse for wear. I'm just gonna double check. Hey, where did that garbage god go? What is Yurizen after? He's at the top of the Clifod. It's the other way around, Dante. This is the lowest level of the Clifod's upper echelon. Human blood is the source of demons' power. The fruit born through the Clifod is even more dense than the blood that created it. Its power is unparalleled. Even the Almighty Mundus used it to become king of the underworld. Avid told me everything. Yeah, well, that's a lovely story and all, but as long as we know where to find him. Whoa, you are the infamous Dante. I'm Nicoletta Goldstein. Sound familiar? my grandmother is Nell Goldstein. The gunsmith that made all your fancy weapons that you got. Ach, what? Yeah, there she is!
You don't much look like her. Yeah. I got my looks from my daddy. That's about all I got from him. But based on his research, I managed to cobble this. A cowboy hood. Consider it a gift. In honor of us finally meeting. Nero kriegt fucking Waffenarme und Dante kriegt einen fucking Redneck-Hut. What? I'll take that. Dante. I'm gonna go too. Why don't you sit this one out? Oh, that you call me. Also, wenn ich noch richtig Erinnerung habe, soll das Ding Mind Control bei Gegnern machen. Right here. You don't understand. It's not what I mean. Let him go, Dante. Time is a luxury that we can no longer afford. We must chase after him post haste. What? Does that mean you're going too? I have a duty to see this through. Oh Gott, weil sie richtig krustig aus mittlerweile. Du brauchst ein Schuppenshampoo, Junge. Und eine gute Feuchtigkeitscreme. Der Paintjob bröckelt. Ist den Hut gut durch. Der kostet viele rote Kugeln, aber du kannst, wenn der Gegner einen Hut hat, mehr Kugeln aus ihm rausprügeln. Dr. Faust! Ein Hut, der rote Kugeln verbraucht, um Angriffe auszuführen. Aha! Okay, Dr. Faust verbraucht beim Angriff rote Kugeln. Das gefällt mir nicht. Die meisten Angriffe benötigen eine gewisse Anzahl von Kugeln. Kugelverbrauch wird rechts oben im Bildschirm angezeigt. Pass auf, wie viel ausgeben. Set Hat. Davon kannst du massenhaft rote Kugeln verdienen. Tritt Gegner in der Hut und setzt den anderen Angriffen nach. Aha. Aha. Oh, ich darf mir aussuchen, mit wem ich rumrenne. Nehmen wir doch mal Dante. Willst du den Hut ausprobieren? Ich will den Hut ausprobieren. Ich finde es aber auch cool, dass du wirklich viele Missionen mit verschiedenen Charakteren angehen kannst. Wenn ich den Gegner einen Hut aufsetze, kriege ich dadurch mehr... Oh, wow. This is so stupid. Man in Red. Der Befehl dafür. Nach hinten dran, nach hinten zum Beispiel. What? Goddammit, Nico, hör auf, dir so eine Statue am Arsch rumzukrapschen. Ich achte da gar nicht drauf. Oh, das klingt praktisch. Allein, dass das Ding Dr. Faust heißt, ey. Der gesamte Hut ist eine fucking Jacko-Anspielung. Ich meine, der gesamte Tanz eben gerade war das. Ich meine, das war so viel Michael Jackson, dass es wehtut. Das ist aber auf jeden Fall mal eine interessante Idee. Eine Waffe, die Kugeln verbraucht, aber auch welche einsammeln kann dadurch. Na gut, auf jeden Fall musst du mit der das Timing drauf haben. Probieren wir doch mal aus.
Was ist das denn jetzt? Omega Goat Lord. Moment, je mehr Kugeln man hat, desto länger ist der Schal. Echt jetzt? Wer hat den längsten? Oh wow, Tatsache. Und er trägt dann einfach diesen fucking Hut. Weißt du, in Teil 4 hatten wir noch Witze gerissen von wegen Midlife Crisis Cowboy Style. Mhm. Der blockt die Scheiße ja. Weißt du, der kriegt. Der hat aber trotzdem meinen Hut auf. Das ist so bescheuert. Oh, aber kommt ganz gut was bei rum. Ich hab mal so einen Counter im Blick. Okay. Du kriegst auf jeden Fall viel mehr rein, als du gerade ausgibst. Und jetzt, stimmt, der droppt die ganze Zeit Kugeln. Aber allein dieser Schal, ey. Dieser fucking Schal. Was kann das Ding auf ganz länger? Oh wow. Hast du den gerade mit deinem Brief gebitcht slappt? Ich glaube ja. Das ist sowas von James Bond. Jetzt gerade bin ich zu doof, meinen Hut zu werfen. Moment, der ganz lange Angriff war eine AOE, der allen den Hut gleichzeitig aufsetzt, was? Ach so, wenn ich das so gedrückt halte, dann... Okay, jetzt verstehe ich das Ding. Shit, Angel, das läuft ein Tutorial. Vor allem ist es geil, wie einfach mal die Viecher denn so einen Hut tragen. Vor allem bei diesem Klumpatsche-Behemoth mit dieser Hut dann oben drauf. Ja! Na, Mario Odyssey mit so einem Hut als Fähigkeit dann ja. So, warte mal. Ach so. Jetzt verstehe ich, wie der Hut funktioniert. Also wenn du so einen Angriff erfolgreich durchgehämmert kriegst, kriegst du ziemlich gut Kohle rein. Und jetzt ist die Kamera in meinem Hintern. Vor allem... Achso, ich bin im Devil Trigger, deswegen. Ist die C4-Monster mit dem Hut und den langen Fingern? Hey. Oh mein Gott, er hat sogar im Devil Trigger den Hut auf. Ach so, du meinst diese komischen Geisterdinger da. Ach, die blöden Bastarde. Mhm. Die haben den Hut getragen? Ja, die spätere Variante. Die geupgradete Version davon. Die hat den Hut auf. Scheiße, Mann, man war immer mehr damit beschäftigt, denen hinterher zu rennen, weil sie wieder durch irgendwas durchgewoppelt sind, als dass ich da drauf geachtet hätte.
Vor allem mein Hut ist jetzt ein fucking Turret. Jetzt ist irgendwie so Huibu das Schlossgespenst als Wild West Variante. Mhm. Ich kann sogar diesen Spawn-Dingern einen fucking Hut aufsetzen. Weißt du, was ich jetzt ganz gerne sehen würde? Na? Wie du mit Dante mit dem Hut gegen dieses Attack on Titan Riesenvieh kämpfst. Oh boy. Wie groß wäre der Hut? Jesus. Wieso ich einfach den C4 damals so Let's Played? Mhm. Check it out, hit that wings. Ah, Chicken Wings. Oh, ich hatte heute Chicken Wings. Also halt richtig Wings. Richtig gut eigentlich. Oh mein Gott, seit wann kann ich sowas? Ich hab den Super Move entdeckt. Also eigentlich den Viechern Hut aufsetzen und dann zusehen, dass du weiter Kombos machst wie gewohnt. Das ist so eigentlich Gameplan. Und das rentiert sich. Jesus Christ. Das sieht auch irgendwie stylisch aus. Ich meine, er sieht absolut aus wie ein Redneck, aber irgendwie passt es zu ihm. I can smell that piece of shit from up here. Jetzt die normalen Schussangriffe kosten jetzt auch nicht unbedingt die Welt. Oh, aber gut, dass hier ein Kristall ist. Ich habe nämlich ganz vergessen, dass mein neues Schwert ja jetzt auch neue Fähigkeiten hat. Hier. Teufelsschwert, Dante. Drive. Oh, endlich. Ah, sie haben den Move umgeändert. Swords Formation. Aber auch zwei Devil Trick. Will ich's doch nicht haben. Overdrive. Sieht immer noch so mächtig aus wie damals. Step. Aber man kann Sin Devil Trigger nicht wirklich erhöhen, ne? Sieht jetzt zumindest so aus. Dr. Faust. Doch, ganz hier, Faust. Doch, hier ganz unten. Oh, scheiße, ist das teuer. Sins-Dinger. Sin Inferno. Alter, Dämon. Deswegen der Hut. Oh mein Gott, sind diese Fähigkeiten teuer. Aber scheiße, ist das cool. Oh Gott, du wirst den Hut sehr oft tragen. Hä? Den Hut wirst du so oft anhaben. Ja, ich glaube auch. Sinst. Ich kaufe mir erstmal Sinst-Dinger. Der Sin-Devil-Trigger ist einfach so unglaublich cool. I have no idea, aber es war super cool. Na danke, Angel. Jetzt machst du einen schwach. Hm? Letzte Upgrade vom Hut. 500.000 rote Kugeln. Oh shit.
Ja gut, das sind jetzt ein bisschen viele Beyblades. Ja, die haben hier über ihre scheiß Spawner. Mensch, so ein voller Devil-Trigger mit Ausrastknopf wäre jetzt praktisch. Noch ein Spawner? Ja, Tatsache. Hier, Drachenhut! Ein Drachenhut. Jesus. Time for you to die! This is so fucking busted, ne? Ich hab noch keine Ahnung, wie ich diesen einen Supermove gemacht hab. Wenn sie manchmal den Hut einfach nicht tragen wollen. Trag den verdammten Hut! Manchen steht ja gut, manchen nicht. There we go. So einer. Halt mal kurz meinen Hut. Es gibt so viel fucking Geld, ne? Das muss ich mal kurz rauskriegen. Fähigkeitenliste. Sin Devil Trigger. The Umbra. Ja, das ist das. Air Raid. Judgment. Ich glaube, das ist es. Ach! Dreieck und Quadrat. Okay. Damit habe ich diesen Mega-Finisher vorhin gemacht. Mein Rebellion ist jetzt auch mal super cool. Und jupp. Like we still got a long ways to go. Allein die ganzen Fähigkeiten zu kaufen, Jesus. Tim Kaya ist wieder hingekommen, ohne zu verrecken. Gute Frage. Yes, S-Rank. Dann müsst ihr doch schon im Sauerstoffzelt liegen. Geht ohne mich weiter. Ach so, Rebellion oder Sparta könnte ich so wieder ausrüsten, but why should I?
Wahrscheinlich so eine Frage des kosmetischen Geschmacks. Jago! Er bröselt. Er braucht echt einen Rollstuhl. Aber wenn man jetzt mal genau drüber nachdenkt, war es echt von der Persönlichkeit her sehr... Es passt zu Virgil. Wenn man jetzt mal so drüber nachdenkt. Ah, jetzt müssen wir ihn spielen. Okay. Will aber in dich nicht investieren, mein edgelordiger Freund. Du ein Spar? Ja, ich kaufe mir nur eine blaue Kugel noch. Die jetzigen, die ich mir kaufen kann, sind kosten 40.000 oder so. Mein Spaß machen sie alle, das ist ja das Problem an der Sache. Spaß macht hier jeder Charakter. Aber es ist auch fair. Yes.